So, meine Damen und Herren, man sieht hier Difficulty Very Hard bei Rocky Start. Ich bin mal gespannt, was da auf uns zukommt. So, gucken wir mal. This will be awesome. Just remember to hit this kid, but not too quickly. Don't pancake yourself on the rock. Okay, ich muss ihn jetzt hier treffen. Ich weiß nicht, ob ich mit runterspringen musste. Aber ich glaube mal nicht. Wow, you are supple yourself, big. Okay, also ich selber soll nicht sterben. Ich muss den bloß runterkicken. Das habe ich schon wieder nicht geschafft. Jetzt habe ich das geschafft. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das Bewertung gibt oder nicht. Viel zu schlecht, wenn dann. Okay. This was sick. Hey, check your phone. The final some cool stuff happening here. See, aber weiß ich nicht. Ist schon richtig wie eine Story. Das gefällt mir schon. Ach, das ist eine Story. Oh, wie nice ist das denn bitte? Ja, das ist wie eine richtige Story hier einfach mal. Ist das lustig? Credit Race? Warum nicht? Wie starte ich das? Ready, ja. Kuh? Oh? Oh. Ach so. Travelers fast no brakes, no and okay. Keine Bremsen, keine Energie oder kein Motor. Bin ich jetzt mal gespannt, was da kommt. Got a little company for you, wherever you can, you alter Schwede. No brakes? Nope, no brakes. Okay. Also keine Bremsen, keine Energie. Ich muss jetzt hier runterrollen und 1300 Meter schaffen. Also 1300 Yards so. So. 500 Yards? Wie viel sind eigentlich Yards? Okay. Also ob das im echten Leben so wirklich passiert, weiß ich nicht. Wir machen mal zur Sicherheit die Klappe auf. So. Eigentlich recht eine simple Aufgabe. Ich finde es aber trotzdem richtig, richtig geil. Das ist ja wie eine Story einfach. Das finde ich gerade so übelst sexy.
gucken, vielleicht schaffe ich sogar ein bisschen mehr Meter. Also die 3300 habe ich jetzt eigentlich schon geschafft. So gut wie. Also rechts der Reifen wurde beschädigt, weil ich mir das nicht angucken kann. Aber ich glaube mit 300 Yards mehr lässt sich das eigentlich schon recht gut blicken. Nice! You can do well, let's get started. Okay, next. Ich finde das, weiß ich nicht, ich finde das gerade übelst sexy, dass es sowas gibt. So, was haben wir denn jetzt noch? Halt falsch, hier ist die Map. Wir haben $0. Was ist das jetzt, wenn ich das hier mache? Man lieber auf die Straße fahren. Also das Paket, ja gut, das wird ja aber wohl ein Paket abgeben sein oder sowas. Okay, und jetzt? Bring mich mal selber um. Hä? Und was ist das, wenn ich jetzt hier mache? Auf Wiedersehen, schönes Leben. Okay. Also anscheinend lebe ich irgendwie immer noch. ABS reagiert. Okay, Leute, ich finde es wirklich, wirklich lustig, aber es ist jetzt so, dass ich da mein Wagen irgendwie kaputt ist, ich irgendwie nichts hier machen kann. Ein bisschen die Kamera rein und... Ah, ja. Oh. So, aber bin ich jetzt immer noch kaputt? Und wie keine Reaktion. Gut, dass wir da war. Ah. Okay, also mit Q habe ich gerade irgendwie den Gang reingemacht. Keine Gier, was? Okay. Das ganze Game, weil es auch sehr, sehr, sehr komplex ist. Also finde ich jetzt persönlich, weil man kann ja wirklich viel hier machen. So, und das wird ein, genau, Wüstenrennen. Accept. Also wir müssen jetzt 1,4 Meilen, also jetzt nicht mehr Yards, sondern Meilen fahren, wie es aussieht. Also laut seinem Wagen würde ich sagen, ich hätte... Ja, obwohl verloren hätte ich glaube ich nicht. Die ganzen 12 Checkpoints jetzt einsammeln. Ja, alles in Ordnung. Wenn ich wüsste, wo es ungefähr lang geht, dann könnte ich jetzt schon mal so ein bisschen erraten oder bremsen oder sonst irgendwas.
Okay, ich komme nicht vorwärts. Ich weiß schon mal, dass es nach unten geht. Also ich glaube, hier in dem Part wird irgendwie nichts geschnitten. Ich weiß aber auch gerade nicht, ob ich im Fernsehen gern hatte, mal kurzzeitig. Alter. Was kann ich denn aber dann mit dem Geld machen? Kann ich mir einen neuen Wagen holen? Wenn ja, wo und wie teuer sind die? Ach, da sieht man ja, wo es als nächstes wieder hingeht. Ah, 12 Checkpoints. Ich glaube, ich schaffe das noch locker. Auch wenn er jetzt aufholt oder so. Was kann denn noch so ein Haufen passieren, beziehungsweise ich noch aufholen? Dass ich denke, dass ich aufhole. Mich würde mal interessieren, weil der erste Teil noch nicht rauskam. Also der zweite natürlich auch noch nicht. Okay, mein Wagen ist wieder ein bisschen Schrott. Also bei der Schrott, das kann ich nicht mehr fragen, wie das Ganze bei euch ankommt, weil ich finde das wirklich ein bisschen Schlagschüler-Spiel. Was ich natürlich auch noch in nächster Zeit nochmal gerne machen würde, wäre so was Lego-mäßiges aufbauen. Also auf Lego hätte ich nochmal so extrem viel Bock. Dafür würde ich mir aber ein Funkmikrofon vielleicht sogar noch holen. Ich weiß aber noch nie, was für eins, ob ein normales Mikrofon-Headset oder ob ein die hat man dann so am Kragen oder so. Ich komme gerade nicht drauf, irgendwas mit L. Weil die sind ja eigentlich recht geil, weil die ringsherum alles aufnehmen. Und die könnte man vielleicht auch mal woanders noch benutzen. Nicht nur für das, sondern vielleicht auch noch mal für, weiß der Geier, irgendwelche Sachen draußen unterwegs. Man kann ja dann die verschiedenen Anschlüsse dann so ein bisschen, die Stecker ein bisschen variieren und dann dort mal benutzen oder da mal benutzen, und ich fucke das ja gar nicht. Nicht mal richtig ordentlich lenken. Das ist richtig, richtig kacke. Ne, gut, ist für mich eigentlich schon so gut wie vorbei. Ich würde mal sagen, Leute, wenn euch das Ganze gefallen hat, gebt noch einen Moment nicht einen Daumen nach unten. Im nächsten Part sehen wir dann vielleicht mehr, ob ich das vielleicht mal geschafft habe oder nicht. Und dann bis zum nächsten Mal, sagt euer Mannswort. Daumen nach oben, Daumen nach unten und abonnieren nicht vergessen. Ciao, ciao.